semantische Audioanalyse selbst gemacht. Bei dem Thema muss ich erstmal erzählen, was denn semantische Audioanalyse ist. Semantic Audio Analysis. Es geht darum, dass ich mit einer nackten Wellenform starte, interessante Wellenform, und daraus zum Schluss Bedeutung generiere. Bedeutung kann sein, dass ich Sprache erkenne, wäre ein wichtiger Unterzweig. Ich erkenne Sprache, das soll eine Sprechblase gewesen sein. Ich könnte musikalische Einheiten, musikalische Eigenschaften erkennen, Warnungen erkennen, bestimmte Geräusche erkennen und so weiter und so fort. Aus der nackten Wellenform Bedeutung erkennen, das ist der Gedanke dahinter. Content-based Semantic Audio. Ich sammle nicht irgendwelche Beschreibungen ein, die andere Leute irgendwo auf Webseiten eingetippt haben, sondern ich versuche nur aus dem Content dieser Audiodateien, nur aus den Wellenformen Bedeutung zu erkennen. Deshalb Semantik, die Bedeutung. Das stelle ich mir immer gerne als Trichter vor. Ja, vielleicht mal auch ein gerade gemalter Trichter. Ich komme mit sehr vielen Daten rein, Megabytes, vielleicht sogar Gigabytes an Audio. Und zum Schluss kommen nur ganz wenige Größen raus. Es wird mehr und mehr an Bedeutung daraus destilliert. Wir fangen ganz vorne an mit etwas, das sich nennt Feature Extraction. Dazu nehme ich gleich diverse Beispiele. Der erste wesentliche Schritt, Kenngrößen zu extrahieren, wenn man will, aus den Wellenformen, die dann in einem nächsten Schritt vielleicht in der Dimension zu reduzieren, Dimensionsreduzierung, Dimension Reduction, ne? Dimensions, immer noch mit dem R geschrieben, Dimensionsreduzierung. Ganz wesentlicher Teil ist dann, um Bedeutung daraus zu generieren, aus diesen destillierten Kennzahlen, mit diesen destillierten Kennzahlen in einen Maschinenlernalgorithmus einzugehen. Das ist ganz zentral, Maschinenlernen an der Stelle. Erstens solche Algorithmen vielleicht anzutrainieren, es müssen nicht alle antrainiert werden, sage ich gleich noch was. Und zweitens dann aus den Trainingsdaten wieder was zu lernen. Dann kommt noch dazu ganz am Ende Visualisierung. Wie stelle ich das dar? Das muss vielleicht nicht immer Visualisierung sein, aber heute ist es typischerweise Visualisierung. Und alle Arten an Benutzerinterfaces, die man sich sonst noch vorstellen könnte. Das sind so die Stufen, die man sich ganz grob auf diesem Trichter vorstellen kann. Eine nach der anderen. Die Gigabytes ganz allmählich reduzieren. Auf nur noch ein paar Bytes, auf Bedeutung reduzieren. Wie sieht das aus? Dumme Beispiele mal. Music Information Retrieval ist das Wesentliche heute, was Semantic Audio benutzt. Ich versuche aus Musikdateien Informationen zu generieren, Musikdateien zu sortieren, klassifizieren und das möglichst automatisch und möglichst mit dem reinen Inhalt. Das kann man auch wieder mit Tags machen, die irgendwelche Benutzer dran geklebt haben. Das ist Blues und das ist Funk und was auch immer. Raffinierter wäre natürlich, das aus der nackten Datei zu kriegen. Content-Based Music Information Retrieval. Das Einfachste, was alle Leute machen, ist, dass ich sagen kann, welche Stücke ich mag, was alle Leute machen, aber was man häufig findet, welche Stücke ich mag und welche Stücke ich nicht mag. Also ein Like-Button oder No-Like-Button oder überhaupt nur skippen. Ich kriege eine Playliste und der Rechner merkt sich einfach nur, welche Stücke ich weggeskippt habe, welche ich also nicht mag. Das heißt, ich habe eine Sammlung an Stücken im Rechner nachher, von der meine Algorithmen wissen, dass ich sie mag, weil ich die vielleicht nicht weggeskippt habe. Und ich habe eine andere Sammlung an Stücken, von der der Rechner weiß, dass ich sie nicht mag, weil ich sie weggeskippt habe oder weil ich es sogar ausdrücklich gesagt habe, die mag ich nicht. Und der Job ist nun, gegeben irgendeine Neuerscheinung oder die zigtausend Stücke, die irgendwo im Netz stehen, auf einer der Download-Sites, gegeben irgendeines dieser Stücke, ist das eines, das ich mögen würde oder ist das eines, was ich nicht mögen würde? Eine
ganz billige Klassifikation. Ja oder nein, mag ich das oder mag ich das nicht? Auf Basis der Stücke, von denen der Rechner schon weiß, dass ich sie mag bzw. nicht weiß. Nee, nicht mag. Das wäre das allererste, was man immer versucht, den Music Information Retrieval. Musik finden, die der Hörer mag. Ganz beliebt ist auch folgende Anwendung beim Music Information Retrieval. Ich sortiere meine Musiksammlung von langsam nach schnell. Von mir aus von 60 Beats per Minute, da schreibe ich ja lieber nichts dran. Also einfach nur von langsam nach schnell die Musiksammlung sortieren. Möglichst sogar genau mit Beats per Minute angegeben. Also hier jetzt meine 10.000 Stücke auf dieser Skala irgendwo einsortiert. Und dann kann ich damit zum Beispiel passende Musik fürs Joggen finden. Wenn der Jogger gerade, ich weiß nicht, mit welchem Tempo man so typischerweise läuft, 120 Beats per Minute, gerade mit dem Tempo läuft, spiele ich vielleicht auch gerne was mit 120 Beats per Minute. Dazu muss ich natürlich meine Musiksammlung entsprechend indiziert haben. Und am besten wäre es, wenn das wieder automatisch passiert. Einfach nur das Tempo herausfinden. Wenn es darum geht, auf irgendwelchen Websites Musikstücke vorzustellen, Ausschnitte zu zeigen, Ausschnitte zu zeigen ist gut, Ausschnitte vorzuspielen, wenn das mein Musikstück ist, wäre es nett, wenn ich sagen kann, ah, das hier ist der Refrain, der wiederholt sich x-mal. Und dann nur den Refrain zu spielen, oder zumindest im Wesentlichen den Refrain zu spielen und vielleicht noch ein bisschen mehr zu spielen, um so ein Stück vorzustellen, in möglichst kurzer Zeit. Das heißt, ich muss in der Lage sein, Wiederholungen zu finden. Was sind die wesentlichen Wiederholungen in einer Audioaufnahme? Das hört sich erstmal ganz einfach an. Wenn das Texte wäre, wäre es ja billig, ABC und ABC und ABC. In einem Text sind Wiederholungen billig zu finden. Das Problem bei der Audiodatei ist aber, dass das ja keine wörtlichen Wiederholungen sein müssen. Es sei denn, das kommt direkt hier zusammengeschnitten aus dem Remix, dann sind es natürlich wahrscheinlich samplegenaue Wiederholungen. Aber wenn das jetzt Neuaufnahmen sind, keine Ahnung, das Saxophon, der Sänger, jeweils neu eingespielt, dann sind das nicht exakt dieselben Wellenformen. Das heißt, ich kann das nicht so durchsuchen wie einen Text nach Wiederholungen. Ich muss nach gleichen Klängen suchen. Ich kann nicht nach exakt gleichen Wellenformen suchen. Das macht das Ganze schon etwas schwieriger. Die Leute im Radioarchiv brauchen was Ähnliches, aber nicht eine automatische Suche nach wiederholten Stücken, sondern in Stunden und Stunden und Tagen von Archivaufnahmen möchten die herausfinden, was ist denn jetzt Sprache, was ist Musik, was ist Werbung und das möglichst vollautomatisch. Vielleicht kann ich sogar die Sportreportage unterscheiden. Ziemlich sicher kann ich die Sportreportage unterscheiden von irgendeinem Kommentar oder von einer Nachrichtensendung. Solche automatischen Segmentierungen, um im Archiv zurechtzufinden, benötigen Semantic Audio. Das sind typische Anwendungen von Music Information Retrieval. Das ist aber nicht alles, was man mit Semantic Audio machen kann. In amerikanischen Großstädten stehen quer über die Stadt verstreut irgendwelche Mikrofone und der Job ist da, diese Signale, die von den Mikrofonen auszuwerten und festzustellen, ob jemand eine Pistole abgefeuert hat. Wie kann ich eine Fehlzündung im Auto unterscheiden von einem Pistolenschuss? Ist zum Beispiel da die Frage. Allein auf Basis des Klangs. Oder wenn es darum geht, Sprachen zu lernen, Lernsoftware für Sprachen. Ich habe das auch mal gerade hier. Lernsoftware für Sprachen. Der Lerner, wie man ja heute schön sagt, der Lerner spricht einen Text vor und der Job des Rechners ist dann zum Beispiel, alle Es herauszufinden oder alle TH herauszufinden und festzustellen, ob diese TH die richtige Färbung haben oder diese Es die richtige Färbung haben. Komplett anderer Einsatz, wenn man sich das vorstellt. Komplett anderes Einsatzgebiet als bei Archivaufnahmen die Sprache herauszufinden. Aber die mathematischen Verfahren dahinter, die informatischen Verfahren, sind dieselben praktisch. Und last but not least, einige Leute experimentieren auch mit Echtzeit-Sachen. Echtzeiteinsatz von Semantic Audio. Man stellt sich vor, ich singe ins Mikro.
Was ich ins Mikro singe, wird in Echtzeit analysiert. Analyse. Auf was für Vokale singe ich gerade? Ist das von der Klangfarbe hell? Ist das von der Klangfarbe her dunkel? Und damit steuere ich irgendeinen Sinti an. Das findet man auch in der etwas experimentelleren Musik. Musikerzeugung durch Klangfarben zum Beispiel.